So, Freunde, herzlich willkommen zurück bei Space Engineers. Ich bin jetzt schon mal wieder ein Stückchen vorgeflogen. Also ich habe jetzt mal die Mining Session beendet. Ihr seht ja, das Schiff ist krachrend voll. Kommt auch ganz schwer aus dem Arsch. Und jetzt werden wir das Zeug mal schnell abladen. So. Bisschen rantasten hier. Bisschen Luft ist ja noch. Ich mache schon wieder denselben Fehler wie vorhin. Ich halte immer genau auf den GPS-Punkt drauf. Okay. So. So, bin mal gespannt, wann Noir, ja, was Noir gerade macht. Ach, na eben, der wollte ja auf den Mond runter. Kann ja sein, dass er gerade gar nicht da ist. Ja, zumindest hier oben nicht. Na gut. Das kriegen wir hin. Chaka. Chaka, ich schaff das. So, könnt ihr euch ja mal schnell was zeigen. So, da. Ich habe noch ein bisschen Uran mitgenommen, weil für den Falle der Fälle haben wir jetzt mal hier ein bisschen. Also das dürfte jetzt erstmal eine Weile reichen. Hoffe ich mal zumindest. Weil ich meine, der Carrier ist ja doch schon ein bisschen größer. Aber ich bin froh, dass das geklappt hat diesmal und nicht so in einem Desaster geendet ist wie das letzte Mal. Wo ich echt heulen könnte. Aber irgendwas ist hier gerade komisch. Okay, da ist Multi. Jetzt ist wieder weg. Hä? Ah, okay. Alles klar. Gut. Oh, bitte nicht. Okay, jetzt scheint sich zu beruhigen, hoffe ich mal. Oh Mann. Jetzt kriege ich langsam wieder Schiss, ehrlich gesagt. Weil ihr wisst, was das letzte Mal passiert ist, als es so geleckt hat. Ich werde mal kurz die Drohne hier ein bisschen unvorsichtig parken. Beziehungsweise hier mal absetzen. Hallo Shipyard, wieder zu Hause. So. Okay. Wie war das jetzt? Jetzt muss ich überlegen. Ich konnte das ja eigentlich gleich so machen, oder? Unlock? Sie jetzt ab? Ja, jetzt ist sie abgekoppelt. Sauber. Okay. So, dann werden wir jetzt hier andocken. Weil das Zeug muss ja schließlich in die Raffinerie rein. So. Wow, 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 wow. Alter, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Herzkasper. Herzkasper. Okay, Leute, ihr müsst jetzt von außen gucken. Das tut mir echt leid, aber das muss jetzt gerade sein. Nein. Okay, wie sieht das aus? Okay, das passt noch nicht so, wie es soll. So, wie sieht das von oben aus? Okay, das sieht sogar ganz gut aus. Auch noch ein bisschen rüber und langsam vorwärts. Okay. Noch ein Stück.
Stückchen ein, andersrum. So. Und wir haben gleich. Ein Rendezvous. Sachte, sachte. Ganz sachte. Okay, können wir den jetzt. Ach Mist, ich habe hier keine Hotkeys. Scheiße. Okay. Wieso kann ich den. Hä, wieso, warum kann ich den nicht locken? Ah! On? Okay, ich glaube, ich muss. Mist. Mist, 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 Mist. Okay, das ist nicht gut. Also meiner ist an. Mal ein Stück zurückstoßen. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ist das sonst nicht so. Ah, jetzt. Okay. So, machen wir das jetzt nochmal. Komm schon. Komm schon, das muss jetzt klappen. Lock. Ja! Okay, wir haben das Rendezvous. Ich hab's gepackt. Oh. Nice. So. Inventar. Okay, das passiert schon. Sie zieht sich das schon, oder? Okay, ja, das Schiff ist leer. Nice. Oder? Ja. Krass. Uran ist schon weg. Okay, gut. Ich gucke jetzt gar nicht weiter. So. Gut. Dann würde ich sagen, wir können das hier wieder lösen. Müssen ja nicht unbedingt hier am Connecten bleiben. Halt. Wo ist mein Connector? Ist das jetzt meiner? Unlock. Okay. So. Okay. Jetzt gucken wir nochmal kurz. Hä? Okay, gut. Dann docke ich bloß noch mal ganz kurz an, dass das weiter entladen kann. Ich dachte, er war schon fertig jetzt vielleicht. Aber na gut, dann können die beiden sich ja weiter knutschen. Dann passt das schon. So, lock. Okay. Gut, ich würde sagen, dann lassen wir das jetzt hier so, dass sie sich hier knutschen können. Und wir gucken jetzt mal, was Nord da unten macht. Ich versuche ihn mal anzufunken. Na. Oh, hab ich jetzt schon mal gedacht. Hallo, hallo, hallo. Jemand zu Hause? Ja, hey, lebst du noch? Ja, bin wieder da. Sag mal, wie lange warst denn du jetzt unterwegs? Gefühlt eine Woche. Und real? Weil ich hatte mich kurzzeitig mal zum Ausruhen in eine Kryo verzogen und habe gesehen, dass du schon wieder am Anflug bist. Irgendwie habe ich so komplett die Zeit vergessen. Oder der Wecker hat nicht funktioniert, ich weiß es nicht. Ja, eins von beiden wird es wohl sein. So, mein Freund, dich müsste ich jetzt eigentlich übrigens mal zusammenscheißen. Nein. Doch? Nein. Was denkst denn du dir dabei, einfach hier irgendwas abzuflexen? Weil ich's kann? Nee, soll die Scheiße. Ach, da bist du, guck mal hier. Ich bin da, wo es immer weniger wird. Ja, ja, ist mir. Hallo? Das kann ja nicht angehen. Weißt du lässt den. Ja? Eine Woche alleine und der macht alles kaputt. Was? Eine Woche war ich jetzt in der Kryo? Nein, verscheißer mich nicht. Ich war nicht. Eine Woche warst du nicht drin, weil dann wäre die ganze Base weg. Ne, wieso? Wenn ich in der Kryo bin und schlafe, dann kann ich die Base ja schlecht auseinandernehmen. Aber mich würde jetzt mal interessieren, wie lange du unterwegs warst. Weil also, 3 Tage. 3 Tage war ich? Ach du Scheiße. Ich war jetzt 3 Tage weg. Ja, pass auf mit deinem Hydrogen, ja, hier oben verbrauchst du das Zeug wieder schneller, ach, ging ja auch schon einmal so. Ja, stimmt, und dann wieder schlecht irgendwo reinzukommen. Ja, ich hab's einmal gehabt, vor 3 Tagen. Aber ich glaube, nee, ich habe nur eine Sauerstoffbottle mitgenommen, verdammt. So, ich habe übrigens Eisen und Uran mitgebracht. Das ist sehr gut. Eisen knapp 1 Mille und Uran ein bisschen was über 500 oder so, keine Ahnung, weiß jetzt nicht mehr genau, ging alles das so schnell.
Ja, hast du sehr gut gemacht. Kriegst du ein Bienchen. Das meinst du eh nicht ernst. Doch, doch, das, also jetzt meine ich es mal wirklich ernst. Jetzt meine ich es mal wirklich ernst, ja. Denn, weil ich habe vor drei, ja, denn vor drei Tagen dem Seppi auch mal einen Funkspruch geschickt. Okay. Dass, wenn er mal wieder was zum Handeln hat, gerne mal vorbeikommen kann. Hast du schon eine Antwort erhalten? Nee, ich war ja Brain AFK. Ah, keine okay, Ahnung. Ja, stimmt, okay. Du hast aber auch keinen Funkspruch von dem. Nee, ich hab nicht aufgefangen, nein. Gut, dann, Ja, vielleicht ist er auch gar nicht in der Nähe, keine Ahnung. Also. Ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich habe dem vor ein paar Tagen einen Funkspruch geschickt und mal gucken, wann er sich meldet. Ja, das werden wir auf jeden Fall dann schon sehen. Ja. Ich habe mir nämlich so überlegt, man könnte dem, weil wir ja aktuell recht wenig zum Handeln haben. Ja, eigentlich gar nichts, ja, ist richtig. Versuchen, auch wenn ich es bei ihm ungerne mache, so ein bisschen über den Tisch zu ziehen. Ernsthaft? Ja, und zwar habe ich mir gedacht, probieren wir doch mal ihm Grundstücke auf dem Mond zu verkaufen. Was denkst du? Du denkst echt, dass er als gerissener Händler darauf eingeht, ja? Denkst du jetzt also, ernsthaft? Ja, es ist auf jeden Fall ein Versuch. Also ich glaube, ganz ehrlich, so gerissen wie du bist, Zeppi ist, ich glaube, gefühlte tausend Jahre älter wie du und hat schon einiges erlebt. Der hat noch nie so einen wie mich kennengelernt. Also. Ja, das ist richtig, aber ich glaube, er kann deine Methoden ganz gut einschätzen, wenn es um ein Grundstück auf den Mond geht. Na was denn? Ey, das ist doch mal ein Versuch wert, oder nicht? Ja, dann müsste man ihn aber erstmal erreichen. Also das Gesicht möchte ich gerne sehen, ohne Scheiß. Gut, das habe ich in dem Funkspruch jetzt nicht mit erwähnt, aber weißt du, das kann man ja dann machen, wenn er da ist. Ja, ja, ist mir schon klar, ist mir schon klar. Am besten noch eine schöne Stelle raussuchen, wo es gleich ordentlich Ressourcen gibt. Na, am Nordpol könnt ihr sich aufhalten. Meinst du, da ist kalt. Jetzt ist im Weltraum. Oh Mann, ey. Der kommt auf Ideen, ey. Ja, ist doch geil, oder nicht? Hat dich jetzt der Handelwagen gepackt, oder was? Oder wie? Nein, aber ich wusste nicht, wie effizient und erfolgreich du bist. Ja, und du hast einen Plan B vorbereitet. Ja, danke für dein Vertrauen, Herr Super. Alter, ich glaube, ich spinne, ey. Ich wusste doch, dass es irgendwie auf mich zurückkommt. Ja, was denn? Hast du mich schon mal großartig unvorbereitet erlebt? Nein, leider nicht. Diese. Ich hab mal deinen Block, der dir entglitten ist, aufgefangen, ja? Das war Absicht, ich hab dich gesehen da unten. Oh, shit, ich bin voll. Sollst doch nicht immer saufen, Mann. Nein, ich meine mit Stahlplatten. Ja, die ist im Mondstaub versunken, das hatte ich auch schon ein paar Mal. Fuck. Die ist weg. Hast du den Hangar offen von der Challenger? Natürlich, was meinst du, wo ich hier rein und raus fliege, du? Ach, stimmt. Ja, Entschuldigung. Herr Super. So. Alter, also jetzt hat er echt den ganzen Bereich abgecast hier, ey. Natürlich, die Verbindung kommt auch komplett weg hier. Warum wird das Ding eigentlich erst gebaut? Na gut, da war der Carrier nicht im Spiel. Richtig. Guck mal, ich war sogar so frei und habe hier ein Aussichtsfenster eingebaut. Ja, ob bloß, dass die Luft nicht abhaut, hä? Ja, natürlich. Was denkst du denn? Nee. Baut der ja alles ab. Jo. Ja, was heißt der? Ich mache ja auch noch mit. Ist ja furchtbar. Ja, pass auf, dass ich dich nicht wieder anflexe. Ja, ja. Und wenn, dann ist es nicht aus Versehen. Weiß ich schon. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Hm? Keinster Weise. Nee, jetzt aber mal ganz ehrlich im Ernst, also ich muss mal festhalten. Ja. Wenn der Carrier mal fertig ist, ja. Ja. Dann haben wir echt den größten. Also ich habe immer den größten, ich weiß nicht. Ich rede nicht von dem größten, Mann. Was meinst du sonst? Oh Gott. Oh Gott. Alter, irgendwie hat dir die drei Tage in der Kryo nicht bekommen, hä? Kann das sein? Hast du irgendwie gelitten? Hast du irgendwie nebenbei was laufen lassen oder so? Eigentlich nicht.
Ich habe bloß festgestellt, wenn man zu lange in der Kryo ist, wird die Luft stickig. Solltest du vielleicht vorher keine Erbsen essen? Nee, gab keine Erbsen, gab Sauerkraut mit dicken Bohnen. Boah, Alter, was? Oh, noch mit dicken Bohnen. Natürlich. Das könnte es erklären, warum ich so eine Kopfschmerzen hatte, als ich aus der Kryo raus bin. Mein Inventar schon wieder voll. Shit, bei mir auch. Du hast nicht schon wieder was fallen lassen, oder? Doch, ein bisschen. Aber das liegt nicht, das liegt auf dem Mond, also nicht im Staub. Also das liegt hier. Das sind Interior Plates. Ach so, Glück gehabt. Wollen wir es jetzt machen sollen? Hier gibt's keine Watschen. Ich hätte mal geguckt, ob du einen auf Strauß machen kannst. Nerv. Ich stehe hier rum. Construction Components. Ja, die sind auch mit runtergefallen. Ach man, ist doch nicht dein Ernst, oder? Doch, siehst du doch. Ich lege eine Spur aus Krumen. Ja, aus wichtigen Herstellungskomponenten. Gott, nee. Gott, lieber Gott, hilf mir. Für dich habe ich Eisen besorgt, ey. Puh. Ja, nicht nur für mich, auch für dich, mein Schöner. Naja. Nee, das Ding brauche ich. So, ja, so. Ach Quatsch, was mache ich denn? Wollen wir mal kurz ein bisschen drin rumgucken, ob wir da eine. Guck mal hier, die Landeplattform und sowas, das können wir doch eigentlich auch alles abbauen, oder? Alter! Ja, was, ey, das hier vorne ist auch Heavy Armor. Der Junge ist verrückt. Der Junge ist besessen. Ganz ehrlich, der Junge ist echt besessen. Hat dir irgendwas in der Kryo ins Gehirn geschissen? Nein. Ich will bloß Material rankriegen. Alter, weißt du, wie viel wir noch brauchen für das Riesenschiff da oben? Alter. Ja, nee, weil. Also nicht die Landeplattform da. Nein, nicht das Ding, das brauchen wir für die Challenge, aber. Hier, das, die Plattform weg hier, ja. Das ist keine Heavy Armor. Ja, und die andere hier. Die beiden Plattformen. Die würde ich wegmachen. Und die besteht aus Heavy. Da, wo du jetzt drauf stehst. Genau. Naja, dann, du hörst ja eh nicht eher auf rumzuheulen. Sind die 3 Tage allein nicht bekommen, oder was? Doch, die waren super, das war wie Urlaub, Alter. Ich hab mich wie neu geboren gefühlt und frei, nicht mehr an der Kette und so, weißt du, so. Irgendjemand mit doofen Sprüchen, war richtig nett, also, Ich glaub, ich muss dich echt nochmal für eine Woche irgendwo aussetzen. Ich hab's genossen. So, ja, so weißt du was, du setzt mich dann wieder aus und dann wirst du wieder beschossen und landest wieder bei mir. Nee, Freund, vor Jesus. Nee, also diesmal würde ich dann freiwillig sogar nicht das Weite suchen, sondern einfach sagen, hier, holt mich. Oh, du Arsch, Alter, du Arsch. Da meinst du, ich will wieder bei dir landen? Nix. Boah, du bist so ein dämlicher Penner, Alter, echt, ey. Ehrlich. Wenn ich dich nicht kennen würde, würde ich dich metzeln, ey. Echt? Zeig mal. Nee, ich kenn dich ja. Und Leute und Leuten mit Gesichten kann ich nichts tun, das ist nun mal so. Ja. Bin tierlieb. Tierlieb, ich zeig dir. Tier, Junge. Da ist dann auch Schluss mit lustig, das kannst du wissen. Baust du da die andere Plattform schon auseinander? Ja. Machst du sehr gut. Das Laser Turret auch mitnehmen? Ja, ja, da ist auch hier ganz viel Zeug drin, vor allen Dingen auch ein paar Power Cells und sowas. Ich muss mich aufladen. Na, dann gehst du rein. Okay. Machen wir hier einen geraden Cut. Was? Kurz vor 8 gebaut, weißt du, und 5 nach 9 wird abgerissen. Ja. Hat doch gehalten von 12 bis Mittag, reicht doch. Super, klasse. Ich gehe gerne nochmal mit deinem Hund spazieren. Was? Hä? Alter, bestimmt mit dir nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich mich am Asteroiden gestoßen mit der Drohne. Ah ja. Du bist sicher, dass du mit der Drohne. Alter, haben wir keine Hydrogen-Bottles? Muss ich jetzt echt bis da hochlatschen? Also, wir haben eine. Die habe ich im Inventar. Boah, du.
egoistischer. Angenehm noir. Und du? Du sag mal, hat die Factory da oben eigentlich noch produziert oder? Ja, die hat jetzt mehr als nur zu produzieren. Die muss komplett umwandeln. Wie, was umwandeln? Die Factory kann noch nichts umwandeln. Das Eisen, nee, die war noch dabei. Du hast jetzt aber nicht die Nanit Factory ausgemacht dafür, oder? Ups. Was ist nicht dein Ernst? Einmal mit Profis, Alter. Einmal. Hallo, Strom? Stimmt, scheiße. Willst du erst rummaulen und dann, stimmt, scheiße. Hoppala. Weißt du, sonst ist er der Sparsame, war und jetzt krieg ich ihn auf den Wanz, weil ich mal mitgedacht habe. So, ich werde ab jetzt mein Gehirn nur noch abschalten. Dankeschön. Jetzt hast du es geschafft. Schnauze! Sprich's gar nicht aus, ey! Lass es! Ich habe gedacht, der hat endlich mal was gelernt. Und ja, anscheinend hat er es ja auch hier wegen Stromsparen und sowas. Und jetzt macht er schon wieder eine Drohung, dass er auf Werkseinstellung zurückgeht. Das ist unglaublich. Ach, wir haben ja nicht mal mehr was hier unten. Ich kann mir nicht mal eine Bottle bauen. Nö, das ist alles oben. Ey, du bist so ein Assi, Alter, echt. Ah, genial. Kann ich wenigstens meine Sauerstoffflasche aufladen? Ja, du kannst auch. Ja klar, wir haben doch einen Hydrogen- und Oxygen-Tank hier überall drin. Sind die an? Die sind an, natürlich. Die Generatoren? Nö, aber die Tanks sind da. Da kannst du die Flasche auch rein bimsen. Ach hier, ja, okay. Hä? Wieso stehen die auf Volumen 0? Hä? Was? Volumen 0? Wo? Oxygen Tank 2. Oxygen ja. Bay. Wenn ich die Flasche rausnehme, steht da 0 von 40.000 Litern. Ja, das ist das Inventar und nicht der. Und nicht der Füllstand vom Sauerstoff. Der wird da nämlich nicht mit reingezählt. Aber die Flasche füllt sich nicht. Warte. Tank. So. Eins. Jetzt. So, jetzt. Perfekt. Dankeschön. So. Gut. Dann nehmen wir mal die Plattform weiter auseinander. Das ist so sinnlos. Warte mal, bevor du da jetzt hier. Weil wir. Kommen wir nochmal hoch. Wo bist du denn? Ich will mal ein schönes Foto von dir machen. Hangar oder was? Nein, ich bin oben im Kontrollraum. Achso. Willst du da jetzt auch noch was abbauen? Ich war eigentlich gerade stark am Überlegen. Alter! Ja, guck mal, wir haben hier 4 Kryos, wir sind bloß 2 Mann. Hallo? Ja und? Die sind für Notfälle, Mann. Wisst ihr was? Wir machen jetzt hier an dieser Folge, also an diesem Stück der Folge einfach mal Schluss, ja? Wir werden das in Ruhe ausdiskutieren. Nee, du bist ein Notfall. Du brauchst tierisch Hilfe, Alter. Echt? Mann, Alter, ich will wiederverwenden. Lass mich in Ruhe. Ja? Scheiß Recycling, ey. Was heißt scheiß Recycling? Ich gucke aus dem Fenster. Lass mich in Ruhe. Sag was, mach was du willst. Ich sehe es nicht. So. Alter! Hast du dich jetzt erschrocken? Das habe ich gesehen! Der baut alles ab, das gibt's nicht. Leute, ich kann euch das nicht antun. Tut mir leid, aber ich steige hier an dem Punkt jetzt aus der Folge aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn der da, mal gucken, ob er noch dabei ist. Mach du erstmal eine Mütze auf, bevor du mich hier so dumm anmachst von der Seite, ja? So, scheiße, jetzt hast du es versaut. Jetzt darfst du selber abmoderieren. Mache ich auch. Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Guckt auch beim Manta mal mit rein, damit er glücklich ist. Und, boah, du Lappen, ey. Sorry. Luft holen, Bauch aber. Oh. So, geht wieder. Ist ja immer wieder eine Freude mit dem Kerl, weißt du? Echt? Natürlich, es macht einfach Spaß. Ich fühle mich danach so fertig und missbraucht, das geht gar nicht. Du lass mich doch mal ausreden, Lappen. Das ist scheiße. Ey, wir wollten schon vor 2 Minuten Schluss machen. Ja, ich weiß. Ah, so, jetzt nochmal Baumhauer. Macht gerade Spaß. Ja, ich dich auch. So, Leute, vielen Dank, dass ihr da wart. Schalt beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir uns denn hier einigt haben, wer hier was auseinanderflext. Und ja, bis dahin, winke, winke, sayonara, tschüss. Ich nur, bis dann, ciao, ciao.